Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Ja, unsere Aufgabe, wie üblich, wir müssen Frachten transportieren. Wir nehmen natürlich die externen Aufträge von Tulsa nach Tulsa. Ne, das ist jetzt nicht so spannend. Von Tulsa nach Edmore. Das wäre schon interessanter. Ich glaube, wir nehmen Edmore oder Lawton wäre auch okay, ne? Lawton waren wir auch noch nicht. Nehmen wir den. Papier. $1.149 kriegen wir dafür. Das klingt doch schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch hinfahren. Lass uns loslegen. Ja, machen wir. Okay, lass uns eine neue Route finden. Nö, die passt. Ey. Wieso hab ich einen Unfall verursacht? Der ist in mich reingefahren. Außerdem kam ich von rechts. Das sehe ich jetzt aber nicht, dass ich schuld bin. Biege nach links ab. Das sehe ich aber ganz und gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie viel Schaden haben wir denn? Null. Okay, immerhin. Aber wir haben $360 gezahlt. Und das ist viel bei dem wenigen, was ich hier verdiene. Das ist richtig viel. Züge waren mal ganz kurz. Ich kann mich erinnern, dass sie zu Anfangszeiten so 3-4 Wägelchen hinten dran hatten. Ja, irgendwann hat sich das mal geändert, ne? Dann wurden die tatsächlich schön lang, was ich persönlich auch sehr mag. Links halten und dann links abbiegen. Wir müssen gleich auch mal pennen gehen. Biege nach links ab. Aber ich hätte auch schon bei dem anderen reinfahren können. Ja. Hätte. Biege nach links ab. Hätte. Da ist unsere Fracht. So. So. Okay, wir fahren los. Satteln wir mal auf. Oh, schön. Die da war auch ganz interessant, aber die ist auch okay. Wallbert. Gut, fahren wir mal. Und gucken mal, dass wir zu allen einen Schlafplatz finden. Zeit haben wir genug. Das ist ja wieder eine World of Trucks Tour. Heißt, wir haben 21 Stunden und 19 Minuten in Echtzeit zur Verfügung. Und dann links abbiegen. Also da biege nach links ab. Können wir schon uns richtig Zeit lassen. Weil die Ingame-Zeit, die interessiert dann nicht. Anders als bei den Ingame-Aufträgen. Also nicht bei den World of Trucks-Aufträgen, sondern da sieht das dann immer wieder anders aus. Aber das ist schön, so können wir uns hier Zeit lassen. Also World of Trucks-Touren sind hervorragend auch geeignet, wenn man zum Beispiel achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nebenstrecken fahren will. Man kann das ja im Navi einstellen, Nebenstrecken. Und
Hier war ja wieder diese Kontrolle. Kann das ja im Navi einstellen, dass man Nebenstrecken fahren möchte. Das wird mit normalen Ingame-Aufträgen immer schwierig, weil das zeitlich sehr eng ist. Aber mit World of Trucks tun geht sowas dann immer hervorragend, weil da hat man dann einfach die Zeit dafür. Da ist ein Schlafplatz. Da ist ein Schlafplatz. Da will ich hin. Zählt das hier? Ja. Zählt. Motor aus. Später mal aus, so sehe ich nicht mehr. 18.14 Uhr, da steht's ja. Und gute Nacht. So, 4 Uhr morgens. Weiter geht's. Kurze Sichtkontrolle. Da sieht aber alles gut aus. Ja, wir haben keine Schlafkabine, was ein bisschen schade ist. Aber ich glaube, ich tanke auch direkt, wenn ich schon hier bin. Nutzen wir doch die Chance. So. Der zieht hoffentlich brav hinterher. Ja, macht er. Sehr gut. Noch ist es dunkel, aber es wird bald hell. 4.18 Uhr haben wir. Ja. Und was für eine Fahrzeit haben wir denn? 3 Stunden, 216 Meilen. Das heißt, der Auftrag zählt auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr schön. Das freut mich. 2 Hammer von 10, die wir müssen. Also ist wieder so ein Event. Oklahoma-Event. Und da hat irgendeiner einen Gulli weggefahren. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ups, danke. Ja, da achten wir drauf. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil wenn wir da zahlen müssen, dann sind es ja unser. Wir haben eh schon für die 360, die ich jetzt zahlen musste. Meiner Meinung nach immer noch ungerechtfertigterweise. Ja, das schmälert unseren schmalen Gewinn nochmal um einiges. Da können wir es jetzt nicht auch noch gebrauchen, dass wir wegen Geschwindigkeitsüberschreitung auch zahlen müssen. Das können wir da so gar nicht gebrauchen. Wie viel Fahrzeit hatten wir jetzt? 3 Stunden 46. Müssen wir wahrscheinlich wieder 2 Folgen draus machen. Machen wir wahrscheinlich 2 kürzere oder eine kürzere und eine normale oder irgendwie so. Gucken wir mal. Ist auch immer die Frage, wie lange stehen wir hier jetzt an den Ampeln rum, ne? Weil nach, also diese nehme ich jetzt auf und die nächste nehme ich noch auf und dann mache ich erstmal wieder Pause. Weil dann muss ich erst noch wieder was anderes machen.
Und World of Trucks Touren kann ich halt nicht groß liegen lassen. In 21 Stunden muss die hier abgeliefert sein oder abgeliefert werden. Und das ist halt 21 Stunden in Echtzeit. Und morgen muss ich Rechtzeitig erst andere und dann Dinge rechts machen, abbiegen. als ATS aufnehmen. Deswegen habe ich Biege da nach nicht die rechts ab. Zeit zu. Hoppala, bisschen weit ausgeholt. Aber es kommt alles brav hinterher. Ja, in der vorletzten Folge haben wir uns ein anderes Getriebe gegönnt, ne? Da müssen wir rüber. Machen wir mal. Immer geradeaus. Alles gut. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Kein Nehmen Sie Stress. Ausfahrt links. Ja, da rechts auf der Straße dürfen wir leider nicht fahren. Aber gut. Roadwork ahead, also Baustelle da vorne. Gucken wir mal, was uns erwartet. Schauen wir mal. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Left Lane Achtung, Closed. achten Sie auf die Die Geschwindigkeitsbegrenzung. linke Fahrspur ist gesperrt, okay. Ah, da bauen sie eine Brücke. Oder eine, ja, eine Brücke. Cool. Schön gemacht, gefällt mir. Das erinnert mich immer noch wieder an das Brückenbau-Event, was es damals gab. Im Eurotruck-Simulator war das. Das ist gewagt, was du da machst, mein Lieber. Da war ja in, weiß gar nicht mehr, welche Stadt das war, die Brücke über der Stadt zusammengebrochen und wo dann die Wiederaufbauarbeiten losgingen, gab es dann auch im Eurotruck-Simulator ein Event. Also da war die Brücke dann auch, haben sie die auch weggemacht. Und da gab es dann entsprechende Baustellen, die man beliefern musste. Beidseitig also gab ja zwei Baustellen, eine auf der einen Seite der Brücke, eine auf der anderen Seite der Brücke. Und die musste man entsprechend mit Teilen beliefern. Hat auch Spaß gemacht, fand ich. Und ja, wo das Event dann rum war, war dann die Brücke auch repariert. Da konnte man sie dann wieder benutzen. Also finde ich schön, dass sie auch auf solche Sachen immer mal wieder eingehen. Wieso zahlen wir hier Maut? Sind das irgendwelche Privatstraßen oder Privatautobahnen?
Das ist hier noch die Frage. So, gucken wir mal, dass wir ein bisschen Tempo machen. Wie viel Zeit haben wir noch? 2:32. Können wir noch ein bisschen. Bitte rechts halten. Rechts, rechts. Oder Mitte rechts. Mitte wäre auch gegangen. Mitte wäre auch gegangen. Das machen die hier anscheinend ganz gerne, dass sie da so mittig die Dinger hinbauen, ne? Hat was. An so einem sind wir ja schon mal vorbeigekommen. Der ist wieder in der Mautstation. So, dann würde ich aber sagen, beenden wir an dieser Stelle die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.